Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner im Livestream. Vorab möchte ich sagen, ich habe keinen Zweifel daran, dass es in dieser Stadt viele Projekte, viele Initiativen gibt, die dringend mehr Geld benötigen. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass zu denen auch viele sportliche Aktivitäten gehören. Aber ich möchte zu diesem Tagesordnungspunkt nicht über Sport reden, sondern ich möchte über Finanzen reden. Ich möchte über Finanzpolitik reden, vor allen Dingen über die Frage, was seriöse Finanzpolitik ist. Und da möchte ich schon mal die Frage stellen, wie es denn kommt, dass wenige Tage vor der letzten Sitzung des Stadtrates vor einer Kommunalwahl die Verwaltung, der Oberbürgermeister, der Finanzbürgermeister wie Karl aus der Kiste mit 6 Millionen um die Ecke kommen. Also in dem Fall Peter aus der Kiste, müsste man sagen. Ich sage mal ganz deutlich, der Oberbürgermeister, der sich immer wieder hinstellt und diesem Stadtrat vorwirft und vorhält, nicht langfristig die Finanzen im Auge zu haben. Derselbe Oberbürgermeister hat aber hier offensichtlich mit großem Druck dafür Sorge getragen, dass heute eben genau über diese 6 Millionen zu entscheiden ist. Und ich könnte auch den Eindruck gewinnen, angesichts des Umstandes, dass klar war, dass von allen Finanzanträgen der Sportantrag heute zuerst draufsteht, dass hier seitens der Verwaltung durchaus gesteuert wurde, eben genau diese Wahlgeschenke, die ja auch auf allen Veröffentlichungen der CDU schon draufstanden, finanziell zu untersetzen. Ja, ich könnte die Frage stellen, wer hat da an der Uhr gedreht? Diesmal war es nicht der rosarote Panther, sondern der rosarote Finanzlöwe. Denn wir sind nicht in den Haushaltsberatungen November, sondern wir sind mindestens 5 Monate weiter und auch 5 Monate klüger. An einem Tag, an dem die Steuerschätzung, und ich gestatte mir den Hinweis, der letzte Haushalt ist auf der Basis einer positiven Steuerschätzung erstellt worden. Und diese positive Steuerschätzung des Bundes ist heute um den schlappen Betrag von 124 Milliarden bis 2035 korrigiert worden. Ja, wenn wir das heute entscheiden, dann entscheiden wir das vor dem Hintergrund einer bevorstehenden Kommunalwahl und einer rosaroten Finanzbrille. Ich brauche aber gar nicht die Steuerschätzung zur Grundlage zu machen. Ich weise mal darauf hin, dass von den 14,4 Millionen, die vorgesehen wurden und beantragt wurden für die Sanierung zum Beispiel der Brücken in Dresden, meine sehr verehrten Damen und Herren der CDU, vom Land nur ganze 1,3 Millionen genehmigt wurden. Ist es ein Treppenwitz? Nee, es ist ein Brückenwitz der Geschichte. Sie stellen sich hierhin, auch wieder aus Wahlkampfgründen, fordern eine neue Brücke. Und Ihre Landesregierung schafft es noch nicht einmal, die Carola-Brücke und das Blaue Wunder finanziell abzusichern. Das ist eigentlich der Skandal. Sie belügen an dieser Stelle nun mal auch die Dresdnerinnen und Dresdner. Nun gut, ich sage in aller Klarheit, der Beschluss, den wir heute fassen, ist finanzpolitisch falsch. Aber, hören Sie mir noch mal einfach zu, Herr Durnhauser, Sie sind im Grunde genommen als Fraktionsvorsitzender unwürdig bei der Art und Weise, wie Sie dazwischen quatschen. Das muss ich auch mal in aller Deutlichkeit klar machen. Und trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, vermag ich mal insbesondere, wenn ich mal an eine gerade da hinten in der Ecke denke, es nicht zu sagen. Trotzdem ist es nun mal so, dass wir in einer Situation des Ultima Ratio sind. Wir haben einen Antrag vorliegen, der gehofft hat, mit entsprechenden Mehrheitsverhältnissen das ganze Geld, was der Oberbürgermeister Ihnen zur Verfügung gestellt hat, jetzt in den Sport geben zu können. Das wäre genauso falsch, wie jetzt im Grunde genommen aus unserer Sicht alles hervorzuzaubern, was wir in den Haushaltsberatungen drin hatten. Deshalb ist es nun mal, und das ist übrigens, die ärgern sich darüber, das ist schon klar, weil sie Niederlagen respektive nicht ertragen können, wenn sie sich mit ihrer Machtpolitik nicht durchsetzen können. Aber eine gute, vernünftige Stadtpolitik hat immer im Auge, dass man mit Augenmaß dann auch das ausgibt, was vorhanden ist. Deshalb ist der Kompromiss richtig, aber nur deshalb, weil er ist immer noch mit einer rosaroten Finanzbrille gestrickt. Und ich sage mal, im Hinblick auf die städtischen Finanzen für die Zukunft, wie würde ich da eher etwas schwärzer sehen. Und dieses Schwarzsehen entsteht nicht durch eine Sonnenbrille,
sondern sie stand offensichtlich da mit Nachtsichtgeräten unterwegs zu sein. Ich halte, wie gesagt, vor dem Hintergrund unsere Entscheidung zwar für klug, aber Sie haben sie hier herbeigeführt und finanzpolitisch ist sie unklug. Vielen Dank.